Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns den T28 Concept mal wieder oder nochmal an. Der ist ja gar nicht so lange her, dass er schon mal auf dem Kanal war. Aber aufgrund der Stats des Watch Replay Link, denke ich mal, sollte man das auf jeden Fall auch in kürzerem Abstand nochmal zeigen. Und ja, da gucken wir nochmal an, was Buratino 27 hier so zeigt. Himmelsdorf ist bekanntlich die Karte im schönen Winterdress, wollte ich natürlich sagen. Passend zur jetzigen Jahreszeit. In ein oder anderen Regionen in Deutschland liegt ja auch schon Schnee. Hier hat es auch schon geschneit. Also von dem her ist das Setting schon mal schön. Vielleicht würden wir noch einen Glühwein spielen. So hier in dem Laden oder so. Oder da. So ein lecker Punsch. Alkoholfrei, man muss ja auch noch Panzer fahren. Aber gut, vielleicht danach. Nach erledigten Panzerabschuss-Movement-Gedöns. Keine Ahnung. Ja, er fährt hier gleich direkt aggressiv die Schlachtergasse entlang. Da tut er gar nicht lang rum. Er ist natürlich hier Top-Tier, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber so aggressiv gleich auf den Gegner zu fahren, das ist dann doch eher ungewöhnlich. Da hat er hier den VK. Den ersten gleich mal getroffen. So, jetzt versucht sich der hier noch ein bisschen rumzurödeln, aber das dürfte nicht lang funktionieren. Und zweiter ist weg. Gut, und weiter geht's. Da rechts von ihm jetzt der Panzer 4. So, auch den erwischt er gut. Und noch ein und dann müsste der auch weg sein. Und schon auch zerstört. Und jetzt kommt danach ein Typ 58. Aber also er wälzt hier entlang. Da hat er kaum Probleme. Aber natürlich ist das Matchmaking hier für ihn bisher angenehm von den Gegnern. Weil die jetzt alle nicht mit den unglaublich dicken Kanonen sind. Und aimen tun die wohl auch nicht auf seine Weak Spots. Von dem her kann er hier entspannt durchgehen. Der Hügel oben ist allerdings schon direkt weg, würde ich fast vermuten. Vier Gegner auf dem Hügel, einer noch dann der Crumble da in der Mitte. Fünf Gegner sogar. Also der wird fallen. Es wird sogar von oben auf ihn geschossen. Der Tok in dem Fall. Der Lux ist hinten runtergefahren. Beziehungsweise nicht der Lux, der AMX. Der hat noch die Su-14-1 rausnehmen können, bevor dann die FV-AT ihn rausgenommen hat. 6:7 für den Gegner. Und jetzt fahren die Jungs alle runter. Und da sieht man mal ein guter Push. Sie fahren jetzt hier runter. Und obwohl hier so ein voller T29 ist, die Su fährt auch weg. Und man hätte nämlich hier den ein oder anderen Shot mit einem gezielten Schuss rausnehmen können. Hätte man den Push abhalten können. Aber nun, durch diese Koordination, nehmen sie hier die Gegner Stück um Stück raus. Wie gesagt, von der Su ein bisschen fatal, den T29 so alleine zu lassen, weil das hätte die Su da vorne auch noch reißen können. Aber Chiri kommt wenigstens dann gut vorbeigefahren. Jetzt ladet er gerade nach. Ja, der erste fährt durch, der zweite auch. Aber der Cromwell kommt hier nochmal rum. So, jetzt genau auf den T. Ah, knapp. Weil das wäre mit einem Schuss erledigt gewesen, das Thema. Crumble. T3485. Jetzt muss er auf den Jagdpanzer gehen. So, aber er steht hier sehr gut. Ja, schieß, 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 schieß. Ja. Jagdpanzer ist weg. Und man sieht, der T28 ist für viele einfach noch ein Mysterium. Wirklich wissen, wo sie durchkommen. Tun sie nämlich nicht. Er ist jetzt der Vorletzte von seinem Team. 5 Kills hat er. Einen bräuchte er noch, dann ist der Krieger auch schon erledigt. Und prallt jetzt allerdings am T3485 ab. Er muss auch natürlich aufpassen, nicht dass bald ein Gegner von hinten nämlich ankommt. So. Jetzt hat ihn der T34 so lange genervt, dass er ihn jetzt endlich zerstören konnte.
Die Karte ist ideal übrigens für ihn, also mit einer guten Panzerung und allem drum und dran. Und der Cromwell taucht jetzt hinter ihm auf, so wie die Arty auch. Auto-Aim auf die Arty. Ah, da lässt er sich nicht die Zeit, um richtig zu aimen. Jetzt lässt er die Arty links liegen und geht auf den Cromwell. Aber man sieht, der Cromwell ist nicht ganz, ganz dumm. Der hat den Braten schon gerochen und jetzt hätte er mal lieber vorher schon die Arty klar gemacht. Weil jetzt hat er das Problem, dass die Arty, dass er auf die Arty drauf fahren muss. Der Cromwell könnte also jetzt wieder von hinten. Oh, da kommt noch eine Su 100 auch noch an. Schieß doch auf die Su, schieß doch auf die Su, schieß doch auf die Su, schieß doch. Was ist denn los mit dir? Er will unbedingt die Arty wegmachen. Okay, Arty hat er jetzt. Cromwell ist jetzt in seinem Rücken. So. Su hat er jetzt das erste Mal getroffen, aber er braucht noch zwei Schüsse für die Su. Außer er rammt ja, dumm von der Su. Durch den Rammschaden hat sie sich drum gebracht, länger zu leben. Weil, naja, das ist einfach nicht clever. So, und auch der Cromwell war super doof, da so jetzt zu rammen. Auch der hat sich jetzt, wenn er einfach hinter ihn gekommen wäre, ohne da jetzt zu rammen, hätte er das locker geschafft. Übrigens Durchschlag 181 mit Normal, 224 mit Premium, also diesen Panzer, obwohl er es macht und sehr stark auf Premium gegangen ist die Runde. Klar, er ist jetzt auch zum Schluss hin sehr lang allein und will halt einfach noch den Schaden machen. In dem Fall ja auch noch die Radley Walters klar gemacht. Aber den kann man auch gut ohne Premium spielen, das wollte ich damit nur sagen. Aber bisher läuft es ja so gut, von dem her darf man auch mal für die ein oder andere Runde sogar ein bisschen extra Credits drauflegen. So, wo ist der Tiger und wo ist der Tok? Beide waren zuletzt auf dem Hügel und er fährt jetzt hier Richtung Base, dass er da eventuell decappen kann. Weil ich glaube nicht, dass er jetzt der ist, der jetzt hier cappen will. Da ist aber nichts zu sehen. Die Frage ist, was macht er jetzt? Ich glaube aber, das Sinnvollste wäre wirklich nur, den Cap zu verteidigen. Weil immerhin sind die zu zweit, das darf man ja auch nie ganz unterschätzen. Und gerade mit einem TD, der einen starren Turm hat, beziehungsweise keinen drehbaren in der Form um 180 beziehungsweise sogar 360 Grad. Da ist es schon wichtig, dass die Position so passt, dass man eben nicht hinterfahren werden kann oder von zwei Leuten gleichzeitig ausgespielt wird. Aber bisher nichts zu sehen von jeglichen Gegnern. Kann doch auch nicht sein. Also als Gegner wäre ich jetzt zu zweit locker mal Richtung Cap gefahren und hätte da was klar gemacht. Aber da ist jetzt der Tiger. Und jetzt merkt er auch, hoppala, da habe ich ja was im Rücken. Dreht nur seinen Turm ganz schlecht. Muss er seinen ganzen Panzer drehen. Weil so kriegt er einfach nochmal den Hit hinten rein. Gerade da könnte er natürlich zum einen recht leicht brennen oder sonstiges und durchschlagen wird er in der Regel immer. Also nicht gut gespielt vom Tiger. Gleich nicht nur den Turm drehen, sondern gleich die Wanne mitdrehen, dementsprechend eure Panzerung verstärken. So, da jetzt Auto-Aim schnell drauf. Und da gibt es so einen bayerischen Spruch, Hudeln gibt schiere Kinder. Also beeilen gibt hässliche Kinder und da sieht man, dass Beeilen nichts bringt, sondern lasst euch lieber Zeit, um dass es dann auch klappt. Ne, das so wird's nix. Feuerbereit. Das ist ein lustiger Kauz. So, ja, der, ja, ja. Ja. Auch wieder nicht gut vom Tiger da so fortzufahren, dass er auf jeden Fall beschossen werden kann. Bei so einer Situation, entweder ihr seid euch so sicher, was ihr macht,
und es läuft einfach super hervorragend und ihr macht den Kill selber. Oder ihr verschafft, wie hier, den Gegner eine Pulsmedaille. Aber am allerbesten wartet einfach ab, bis euer zweiter Kompagnon, der ja auch noch im Spiel ist, einfach ankommt. Und wenn dann der T28-Konzept weiter auf euch schaut, mein Gott, dann macht ihn halt der andere. Oder ihr könnt es ihm dann noch im Nachgang machen. Also, da solltet ihr ein bisschen den Fokus drauf haben, immer mit dem Team zu spielen. Gut, jetzt besetzt er den Cap, weil jetzt hat er natürlich die Möglichkeit und weiß, jetzt können sie nicht mehr zu zweit kommen. Das heißt, wenn er jetzt aufgedeckt wird und den Gegner sieht, dann kann er sich ein nettes Shootout mit dem geben und muss nicht unbedingt hier auf den zweiten aufpassen. Jetzt noch die Frage, wo ist er? Oder er capt durch, das ist ja natürlich auch eine Option. Ich glaube fast schon, der hat den Motor schon abgestellt. Thema CO2. Nee, ich höre ihn noch. Den Traktormotor. Ja, ist wie gesagt die Frage, wo ist er, wann kommt er und wie macht das? Der Cap funktioniert auf jeden Fall, 2 Minuten 20 dauert er, 3 Minuten 30 hat er noch. Also wenn der Tock nicht auftauchen sollte, dann kann er entspannt durchcappen. Na, jetzt komm doch langsam mal. Das ist halt das. Der Tok, der war wahrscheinlich an der anderen Kartenseite. Und bis der mal es schafft, sich so weit zu bewegen, dass er dementsprechend wieder fähig ist, irgendwas zu machen, da dauert es einfach. Und da ist er endlich. Endlich ist er erblickt worden, meine Damen und Herren. Ja, die ganze Zeit für einen einzigen Schuss, aber sei es drum, 11 Kills, 4888 Schaden, wie gesagt, für mein Verhältnis etwas zu viel Premium, da hätte es auch locker ohne gehen können, aber für eine Pulsmedaille würde ich auch einiges machen und dementsprechend, das Endresultat ist sehr schön, Glückwunsch dazu, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal, euer Ekaramba.